Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Ukulele and Impossible Lair. Was ich immer noch witzig finde, ist der 10. Ort hier, das Kapitel 10. Da haben wir immer noch nicht herausgefunden, wie wir hier hinkommen. Ich denke, das zwar mit Trouser zu tun hat, aber... keine Ahnung. Ich will mich da hinporten. So, übrigens, müssen wir das so verstellen, dass wir da auch hinkommen. Wenn es gefroren wäre. Die Frage ist nur, wie? Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Part schon richtig herausgefunden habe. Ne, wenn so, dann wäre... ja, das ist echt eine gute Frage. Also, wenn es gefroren ist, kann man ja sich nur so bewegen, dass man sozusagen auswählt und dann mit dahin. Jetzt habe ich die Lösung. Und zwar kommen wir von der Seite da hinten, ne? Wobei, das geht ja auch nicht. Eine andere Möglichkeit. Hier. Dann müssten wir von der anderen Seite hier kommen, ne? Also ich glaube, da geht's. Da können wir so rüber. Und dann geht's. Weiß jetzt gar nicht mehr, war das Ding, wir brauchten? RB. Habe ich doch gedrückt vorhin. Oh, ich fühle mich ja schon erleichtert. Was für eine Erleichterung, was? Ja, aber jetzt ist ja alles wieder gefroren. Wie gesagt. Hä? Ah, ich hätte es auf die Mitte machen sollen. Ja, wunderbar. So, wahrscheinlich reicht es so auch. Was für eine Erleichterung. Nimbus fühlt sich viel besser. Jetzt auch. Naja, keine Zuschauer, das ist halt schade, aber... naja. Man kann halt nicht immer erwarten, dass an jedem Tag es Zuschauer gibt. Und ich habe es auch nicht angekündigt, ne? Jetzt müssen wir die 5 Edelsteine noch einmal finden. Hab doch gesagt, wahrscheinlich kommen wir hier jetzt. Oh. Auf die Seite hier. Aber das finde ich auch sehr, sehr schön, dass sie das hinbekommen haben mit... die Level gibt es zweimal sozusagen. Also zwei Seiten der Level. Auch wenn ich jetzt nicht alle die fühle, muss ich ja sagen, das ist eine sehr gute Idee. Ah, man kann da nicht weiter. Okay. Ich dachte, vielleicht geht es da weiter. Boah. Ich kann da gar nichts drücken. Da macht er automatisch mal wieder. Ich habe bei Let's Play Markus den ersten Part übrigens geschaut und er meinte, dass das vielleicht mit Ding nachgemacht worden ist. An Yoshi and
Woolly World oder was war's? Crafted World? Da, wo sie jedenfalls auch zwei Seiten machen wollten, aber am Schluss irgendwie dann doch nicht, weil die Leute gedacht haben, ja, es sei zu verwirrend und sich ein bisschen über das Ganze aufgeregt haben. Und am Schluss war das eigentlich nicht mehr so ganz das, was geplant war. Ja, gibt's ja. Ah, das ist nur die Münze. Ach so. Ich dachte schon, hä? Okay, wir kriegen anscheinend keinen Schaden. Ah, da ist das Ding. Sie suchen. Aber das Münze 5, ne? Kann ich das Ding mitnehmen? Ah. Das wäre sozusagen der letzte Weg. Weil ich meine, sonst hätten wir Münze 5 hier nicht. Ah, ich müsste rollen. Rollen wie die Trollen. So könnte es rollen. Hier. Oder wir machen es anders. Naja, es gibt immer mehrere Wege. Das finde ich auch schön. Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt. Ah, das ist 4. Aber Münze 5. Sehr lustig. Aber wie sich auch die Musik geändert hat hier. Da gehen wir halt den Weg nochmal. Ihr fragt euch vielleicht, also die neuen Zuschauer unter euch, für was sind eigentlich diese Federn? Die Federn sind eine Währung. Ja. Damit zahlt ihr gewisse Dinge, also könnt ihr kaufen und kriegt dafür was. Aus dem Grund habe ich auch 1,1 mal das ganze Ding. Wir können auch einstellen, dass es eben nicht so ist. Und je nachdem, was für Tonikums wir verwenden, sind eben die, wo man am Anfang da auswählen kann, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie das Spiel gespielt wird. Das Einzige, was halt der Nachteil momentan ist, bei mir, die Gegner haben 2 Leben. Aber dafür zum Beispiel kann ich auch schwebt ja länger. Aber es hat auch einen Vorteil, wenn die hier mehr Leben haben. Aber es hat auch einen Nachteil. Ah, Mann. Haben wir gespeichert dort, wo wir nochmal durch sind? Das war also unser letzter Checkpoint. Also der Gegner ist zum Beispiel nervig, wenn er 2 Leben hat. Und der andere, wo hier natürlich herumrollt, auch. Na. Aber es gibt auch Vorteile, eben auf die, wo wir drauf springen können. Also nicht der hier, die Krabbe nicht. Aber die Fliegenden, die wir nutzen können, sozusagen als Katapult,
Für die ist das sehr gut, wenn die zwei Leben haben. Wie das Ding einfach wieder da ist. So, gehen wir zu dem Checkpoint. Ich glaube, ich nehme mal die Seite hier. Wo führt das eigentlich hin? Ja. Also der Gegner, der eine, der da keine Stacheln hat, der mit seinem Jetpack herumfliegt, für den ist das gut. Ah, Mann. Wenn er zwei Leben hat. Also für uns auch. Wir können zweimal auf ihn draufspringen. Natürlich, es gibt Momente, wo man sagen muss, nee, das ist nicht gut. Ah, schade. Wahrscheinlich ist das nur für Federn, aber... Man will es halt gerne versuchen. Ah. Keine Geduld habe ich gerade. Okay. Das ist schön, wie der einfach über mich drüber springt. Na gut, dann gehen wir mal den Weg hier. Oh, eine Spinne. Okay, hier gibt es noch einen Wasserbereich. Na gut, einen ganz, ganz kleinen Wasserbereich, also echt. Ja, der verrät uns schon, dass man da durchkommt. Oh, welche Münze 4. Okay, wir müssen den zuerst durchlassen. Also im Prinzip haben die einfach Glubschaugen und durch das kriegen die ein weiteres Level. Also Level, Leben. Hä, wieso Pfeilen? Ah, die haben hier angezeigt, dass es auch in die andere Richtung geht. Ja, wunderbar. So, welche Nummer wäre das? Nummer 3. Also ich gehe davon aus, dass... wie sagt man? Gegen den Uhrzeigersinn geht. Ja, super. Das könnte ich jetzt hier besser. Na, dann zeigen wir, was wir können. Ah! Wow. Ja, wunderbar. Die gehen alle runter. Also, das ist ja einfach nur Beste. Ich bräuchte einen Checkpoint an der Stelle, wo man das Ding betritt. Nicht wundern, wer den Stream schaut, dann... Was den kompletten Stream schaut und wer das Let's Play dann mal schaut, dass man sieht, hä, da wurde ja noch ein paar Dinge rausgeschnitten. Also wenn zu viele Fails passieren, schneide ich die einfach zwischendurch raus. Es geht ja darum,
um das Let's Play zu sehen und nicht unbedingt um die Fails zu sehen. Ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine damit. Ich bin nicht so blöd. Man geht ja sowieso nach oben. Wieso versuche ich die Münze auf die Art und Weise zu kriegen? Step, 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 step. Wie man einfach das Eis noch hört. Na, da habe ich jetzt auch blöd gemacht. Jawohl. Oh, ich hätte ihn fast gehabt. Ah, okay. Da haben die wenigstens einen Checkpoint hingemacht. Das ist ja nett. Das Ding geht ja so schnell hier. Oh, die Leli komme ich hier nicht mal hoch. Ja, jetzt ist eigentlich auch egal, wenn ich getroffen werde hier. Okay. Ich wundere mich gerade über das Ding, das da unten dreht. Es fehlen uns noch zwei? Okay. Was ich ja da nicht nehmen konnte, war hier. Na genau, weil ich immer im falschen Moment. Was mir gerade aufgefallen ist. Ah. Aber da komme ich wahrscheinlich mit dem Ding hoch. Wie soll ich denn da bitte schön hochkommen? Nee, so kommt man auch nicht hoch. Macht zu spät. Man muss halt eher hier echt im Voraus denken. Okay, da haben wir noch einen Ort gefunden. Ich wusste ja, dass es da eine Türe gibt. Zwar nicht mehr daran gedacht. Ah, schade. Das Münz 2, okay. Gut, im Grunde geht es mir jetzt gerade noch nicht um die Münzen, sondern um die Aufgabe hier. Die Münzen kann ich immer noch im Nachhinein mal holen. Ich weiß eh nicht, für was die Münzen alles sind. Laut dem müsste auf der Seite noch eine Aufgabe sein. Kann man denn da hochklettern? Okay, echt.
Oh, ich weiß noch, diese Spinnen in den meinen Level. Oh, die haben aber genervt. Ah, die machen das, okay. Jetzt weiß ich auch, wie das mit dem Klettern mal war, oder? Oder gab's nicht mal irgendwas, was er geheißen hat, ja? Wegen Klettern? Es gibt doch ein Tonikum, wo da mit Klettern irgendwas zu tun hatte. Wenn ich's noch richtig im Kopf habe. Das einfach aussieht, was die da machen. Jetzt wird die komplett ausrasten. Ja, dachte ich mir, was für eine Münze ist. Ah, Lily. Lele! Boah. Naja, dann machen wir es all ohne Lele. Jetzt heißt es nur noch Yuka and Impossible Lair. Und nicht mehr Yuka und Lele and Impossible Lair. Gut, dann muss ich halt den Titel schnell ändern. Also warten wir hier. Oh. Lily, woher kommst du denn wieder? Oh, wir haben alle Münzen. Jawohl, sehr schön. Nice. So, wir haben schon 20 von den Dingern. Also, 21. Sehr schön. Ja, liebe Leute, das war's wieder von Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und tschüss. Ha ha ha!